Willkommen zu einer neuen Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und als erstes kommt natürlich die Spielauswahl für diese Folge. Mal schauen, ob es heute wieder ein größeres MMO ist oder mal ein kleines Spiel, das Tap-Tap Legends. Epic Battle within 5 Seconds. Das Spiel hat etwa 153 MB installieren wollen und hat knapp 39 MB runtergeladen und die Installation ist bereits abgeschlossen, also schaue ich gleich mal, dass ich ins Spiel komme. Auf jeden Fall kann ich gleich am Anfang schon mal den Sound ausschalten, das hat immer gleich schon mal einen kleinen Pluspunkt und ja, mal schauen, das Spiel sieht eher so aus, als würde es für so ein Ja, also das Spiel sieht eher so aus, als wäre es an sich für Touchscreen irgendwie aufbereitet. Mal gucken, ASD, das heißt, ich kann das auch mit Tastatur anklicken, das heißt, ich muss es mit der Maus dann nicht die ganze Zeit hin und her bedienen. I know you are shocked, but don't just stand here. Time is limited. Tap icon to summon your soldiers. Okay, das war jetzt eher eine Bombe. You tapped a card bomb. Boom. Tips cards have a special effect. Okay. Do not tap this. Bombing yourself. Warum haut er jetzt ab? Ah, okay. Also das da hinten. Wechseln die Karten jetzt irgendwie durch? Habe ich... Time is up. Okay. Habe ich gewonnen? Habe ich irgendwas verpasst? Hallo? Brilliant. Breaking enemy defense gives you extra time. Ah ja. Come on, fight for my queen. I want my queen tonight. Okay. Also du willst eine Frau ins Bett kriegen und ich soll dafür arbeiten. Super. Also ich kann ja einfach irgendwo draufklicken, irgendwas, was gerade bereit ist und irgendwelche Bomben werfen. Solange es keine goldenen sind. Oh, ja. Genau. Das war die goldene Bombe, die mich selber dann irgendwie trifft. Aber anscheinend geht es hier vor allen Dingen um Geschwindigkeit, damit ich möglichst viele von den Soldaten unterwegs bekomme. Damit ich dann natürlich genug Möglichkeiten habe, die hier irgendwie auf den Weg zu schicken. Also alles anklicken, was hier irgendwie geht, deswegen auch das ganze Tapping. Und natürlich nicht auf die goldenen Sachen klicken, sondern eher auf die lila Bomben. Damit die natürlich möglichst viele Feinde erwischen. Ah, und jetzt ist, glaube ich, der Tower dann auch schon zu Ende. Und ich habe den dritten Stern nicht geschafft. Wovon auch immer das abhängt. Okay, ich habe meine ersten Errungenschaften bekommen. Die sind... Good luck, lost your queen. Ja, super. Und ich habe 10 Bomben eingesetzt. Na gut. Shoots perfect, bull's eye, long range, single attack, low damage, low health unit. Super. 26%. Was bedeuten die 26%? Okay, Leben, Angriff ist klar. Das ist wahrscheinlich Bewegungsgeschwindigkeit. Invalid. Nothing happened except waste time. Okay. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% tauchen die auf. Ach, dann sind die 27% wahrscheinlich, dass sie ja so 1 zu 3 auftauchen. Great, you unlocked a new unit. Keep going.
Und was, wenn ich den ersten nochmal spielen will? Aha. To be secure, you must fill the bottom slot before going into battle. Okay. 33, 20, 26. Aber warum sollte ich den da nehmen? Weil der hat ja nicht viel zu tun. To be secure, you must fill the bottom slot before going into battle. Okay, 76 von 80. Aha. Na super. Das heißt, deswegen kann ich den da nicht einsetzen, weil ich damit nicht genug Punkte bekomme. Und das sind die beiden Bomb-Sachen. Ah, okay. Also das heißt, den großen kann ich nicht verwenden, weil die hier unten zu wenig Punkte haben, um die 80 Punkte hier unten zu erfüllen. Na schön. Also gut, los. I know you are shot, but just time stand here. Time is limited. Tap icon to summon soldiers. You tap a card bomb. Boom. Hä? Habe ich überhaupt nicht gemacht? Ich glaube, das ist irgendwie die falsche Anleitung. Ich glaube, das sind jetzt nochmal die Anleitungen vom ersten Level, weil ich doch geschafft habe, das erste Level nochmal zu starten. Und deswegen ist der Bogenschütze gar nicht da. Ich bekomme stattdessen den Pfeil-Dingsbums. Ups, das war die falsche Seite. Ah, diesmal kriege ich auf jeden Fall meine drei Sterne zusammen. Anscheinend tatsächlich alles eine Frage der Zeit und der Geschwindigkeit. Und mein König ist diesmal sitzen geblieben. Not bad. Die nächste Errungenschaft. 100 Taps. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt ins zweite Level. Und ich starte mal die Stunde, damit das Ganze nicht zu lang wird. Im Moment sieht das Spiel ja noch nicht sehr lange aus. Oh. To be secure, you must fill the bottom slot. Okay, jetzt kann ich alle einsetzen und kann aber keine rausnehmen. Na gut. Okay, und was ist jetzt dieses neue Ding? Achso, das war das mit dem Time Waste. Ah. Da sind aber im Moment nicht viele Slots verfügbar. Weil ich noch nicht ganz verstehe, nach welchem Mechanismus hier irgendwelche Sachen neu ausgewürfelt werden. Anscheinend, wenn die Dinger schon fertig ausgewürfelt sind, dann darf ich sie nicht mehr anklicken. Aber im Moment habe ich eine ganz gute Mannschaft unterwegs. Aber der König ist schon wieder abgehauen. Wieso ist er schon wieder abgehauen? Also Bogenschützen statt Leute mit Besen sind auf jeden Fall effektiver. Na kommt, ihr habt das Schloss gleich geschafft und die Punkte sehen ja schon mal ganz ordentlich aus. Ich frage mich, dass so viele überhaupt, also gegen so viele überhaupt die Dinger ankommen und immer noch welche von meinen Leuten killen.
ist das schon mal ein ziemliches Unding. Castle. Wow, good job, you made gold. Do you want to upgrade your soldiers? Okay, dann lassen wir mal gucken, was ich da machen kann. Increase Time Limit von 1 bis 5 Sekunden und Reduce Time 1 bis 5 Sekunden. Ah, super. Das heißt, das Ganze wird dann umso komplexer. To do great things, you must spend gold, upgrade here und okay, soweit so klassisch. So, mein Wagen, ein bisschen mehr Gesundheit. Warum darf ich da nichts machen? Aha, ist zu teuer. Und wie teuer ist das Zeug? 20.000 Gold für 83 Cent. Und 1,2 Millionen für 27 Euro. So, so. Naja, das lässt ja schon mal schließen, wie schnell die Preise hier erheblich ansteigen werden. Upgrade Supply to reduce cooldown time. Das dürfte auf jeden Fall interessant sein. Okay, die Items kann ich noch nicht. Die Cards kann ich mir nur anschauen. Plus, minus, plus, minus. Und gut, 20%, 18%, 15%. Und hier sind dann auch die Prozente, die Wahrscheinlichkeiten. So, wie teuer sind jetzt da die verschiedenen... Mal gucken, Defense. Der hier wäre auf jeden Fall gut, wenn der ein bisschen mehr Defense hätte. 200! Hm. 150. 50. Gut, das sind aber dann nur Lebenspunkte. Und Geschwindigkeit. Tja, das sieht so aus, als wären die Lebenspunkte zumindest das, was sich am meisten lohnt. Vor allem von 30 auf 50. Auf 75 und kostet jetzt 100. Okay, 80. Hier kostet es schon deutlich mehr. Also haben sie auch auf jeden Fall unterschiedliche Preise für das ganze Zeug. Gut, dann machen wir hier noch den 50er mit dazu. Jetzt habe ich natürlich noch 70 übrig. Dann machen wir den mal noch ein bisschen. So, alle Kohle ausgegeben. Also dann, auf zum nächsten Gefecht. Kann ich jetzt irgendeinen rausnehmen? Nee. Okay. Irgendwie scheinen die langsamer zu werden. Oh, da waren sogar zwei. Achso, 2 bis 5 Sekunden dazu. Also 1 bis 5 Sekunden dazu. Naja, hoffen wir mal, dass es genug sind. Kommen jetzt eh keine mehr nach. Und der König ist noch dabei. Oh, 4 Sekunden. Oh no. Gut. Time ist ab. Oh no, ich krieg keine 3 Sterne zusammen. Ja, die Frage ist, wo jetzt der 3. Stern gewesen wäre, bei 3100. Okay, ab zur Karte. Swipe the screen to kill the enemy. Aha,
Das heißt, da muss ich selber auf dem Screen rummalen. Aber der ist jetzt hier noch nicht. Also nochmal 3 Sterne Minimum. Ah, okay, den muss ich extra aktivieren. Oh, jetzt habe ich meine Leute umgebracht. Wie kann ich das jetzt machen? Okay. Oh Mann. Oh. Ja, irgendwie, die ersten 3 Felder mit der Tastatur bedienen und die letzten 2 mit der Maus, das scheint schon ganz gut hinzukommen. Na kommt schon, ihr werdet doch wohl jetzt noch den Rest von den Punkten hinbekommen. Ja, los, 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 los. Oh, schon wieder nix. Warum soll ich denn jetzt in die Castle kommen? Okay, was habe ich jetzt freigeschaltet? Gott, 20 Seconds. Ah ja. Also 20 Sekunden in einem Spiel dazu bekommen. Wieso muss ich jetzt zum Schloss? Ich will das einfach nochmal spielen. Okay. Crit Chance. Naja, vielleicht sollte ich mal die Defense doch ein bisschen hoch bekommen, damit meine Pigments länger überleben. Okay, schauen wir mal, wie schwierig es wird. Gottfinger. Ja, das kann ich anscheinend auch nur begrenzt einsetzen. Das heißt, ich muss die jeweils neu kaufen. 120 Gold. Ja, super. Oh, es gibt eine Pause. Hey, da waren gerade 2 Sekunden, die wollte ich anklicken. Okay, immerhin geht's weiter. Oder auch nicht. Tja, es sollte wohl dann nicht lange dauern, bis ich dann an einer so einer Barriere tatsächlich scheitere. Ups. Do not tap this. Nothing happened except waste time. Ja, ja, ist ja schon gut. Aber es passiert noch was, sondern es werden nämlich Sachen ausgewechselt. Keks. Ups, daneben. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Fünf Sekunden, nochmal 5 Sekunden.
Das wird aber auch möglich sein bei den vielen. Komm schon, Leute, das kriegen wir doch noch gebacken. Oh, das war wieder eine Bombe für meine Seite. Oh no. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was habe ich denn da jetzt angeklickt? Nein, nicht schon wieder eine goldene Bombe. Los, Fremdbomben. Time is up. Na, hoffentlich kriegt ihr die noch klein. Okay, jetzt ist die Frage, ob die nochmal welche rausschicken. Oder ob ich jetzt in Ruhe das Schloss niedermachen kann. Ja, zumindest habe ich 3 Sterne bekommen. Das heißt, vielleicht sollte ich meine Leute öfter mal in die Luft jagen. Damit sie mehr Monster killen können. Okay, aber anscheinend gibt es auf jeden Fall immer mehr... ja, hier hast du jetzt wieder einen Repeat-Button. Bei 3 Sternen brauche ich doch keinen Repeat-Button. Also zumindest bekomme ich jedes Level noch 50 mehr Goldstücke. Ah, get gold. Das heißt, ich kann jetzt Gold einsammeln. Das ist hier jetzt wahrscheinlich nicht verfügbar, aber mal gucken. Weil mich reizt ja immer noch hier 3 Sterne zu bekommen. Ich habe noch nicht rausbekommen, wie lange jetzt eigentlich so ein Feld tatsächlich aktiv bleibt, bis es wieder verschwindet. Mein Eindruck ist irgendwie, dass wenn ich zweimal, also während es dann fertig abgeschlossen ist, ich 2, 3 Sachen gerufen habe, dass die dann wechseln. Das ist jetzt die Frage, ob ich trotzdem alle Monster bekomme, auch wenn ich irgendwie alle direkt kille. Denn ich muss tatsächlich meine Leute nochmal in die Luft jagen, damit die nicht zu schnell den Tower angreifen können. Ha, 5566, wie kommt das denn zustande? Was war denn da jetzt der Bonus? Weil ich irgendwie nie in Times Up gekommen bin oder sowas? So, die Defense da ist auf jeden Fall noch ziemlich 75. Crit-Chance. Speed ist ziemlich uninteressant. 200 dafür ausgeben, ist mir ein bisschen zu viel. 160. 100. Und dann euch auch noch mehr Lebenspunkte verpassen. Naja, dass ihr schneller lauft, davon habe ich eigentlich dann auch nicht wirklich was. So. Das wäre aber jetzt mal noch zu sparen auf 1000, damit ich da schneller was machen kann. Okay, es wäre mehr Schaden. Aber da ich die Dinger sowieso extra kaufen muss, lohnt sich das nicht. Das hier wäre noch interessant. 500. 250. Gut, dass ich die auch aufleveln kann. Also, Level 5. Fight. Hey, nicht
Oh, jetzt haut der König schon wieder ab, weil die Dinger durchkommen. Ja, am Anfang vielleicht doch nicht so sehr aufs Gold konzentrieren. Eigentlich ist es vollkommen egal, was auf dem Spielfeld ist. Hauptsache die Sachen schnell genug anklicken, damit genug Leute zusammenkommen. Ich hoffe, das Gold bekomme ich auch, wenn ich irgendwas angeklickt habe. Jetzt ist Gold verschwunden. Oh no! Ich bin sowieso bei 30 Sekunden. Ist 30 Sekunden eigentlich Deckelung gewesen? Oder ging es auch über 30 Sekunden hinaus? Tak, 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 klick, 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 klick. Naja, zumindest ist es jetzt nicht wirklich stressig bisher, aber ziemlich viel Aktion. Oh, die falsche Bombe. Time is up. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lasst euch doch nicht alle abmurksen. Okay, gleich kann ich wieder in Aktion treten. Nur Bomben gegen mich. Was soll denn der Käse? Wie soll ich denn da eine Armee aufstellen, wenn ich keine Armee-Items bekomme? Tja. Das sieht nicht gut aus diesmal. Aber ich bin mal gespannt, wie viel Gold ich zusammengeklickt habe. Ja, wenn die jetzt gleich die Bogenschützen überrennen, dann war's das. Ja, dann nützt mir auch der goldene Finger nichts mehr. Na, immerhin 210 Gold, das lohnt sich doch schon mal. Okay, also nochmal das Ganze. Also weniger Gold und mehr Armee einsammeln. Aber auf jeden Fall mit 200 Goldstücken für ein so ein Ding, das... Da kommt schon einiges zusammen. Aber bis man da eine Million zusammengespielt hat, das dauert auch. Oh, das war die falsche Bombe. Super, klasse. Feindbomben. Oh, hier ist ja nichts mehr zu holen. Ich hoffe, das Ding ist so eingestellt, dass man wenigstens immer irgendeine gute Auswahl treffen kann. Warum verschwinden die Bomben da vorne nicht? Auf jeden Fall werde ich so schnell wie möglich dieses Goldding aufleveln. Damit ich dann gleich 20 pro Klick für das Ding bekomme. Oh no, time is up. Okay, aber die Barriere fällt und ich kann weiter klicken danach. Oh, da ist die Bombe schon wieder verschwunden. Ja, die Bomben sind, glaube ich, bei solchen Massenaufläufen immer noch am effektivsten, dass ich die möglichst schnell wegbekomme. Was ist da los? Das hört sich da ziemlich viel Gekämpfe an. Ich hoffe, dass ich genug Soldaten da oben habe. Thank you.
Los, her mit den Bomben. Ich muss gleich mal nach den Errungenschaften gucken. Inwieweit die... Boah. 7600 und nicht mal den dritten Stern bekommen. Das ist doch wohl ein Scherz. Aber hier, ich kann jetzt auf jeden Fall das... ja, gleich mal die Goldkarte aufwerten. Also, gleich mal her damit. Und wie viel kostet es jetzt? 1000. Das sollte auch hinzubekommen sein. Angriff auf 200. Auf 20 meine ich. Gut, Leben brauche ich bei euch eh nicht so viel. Weil ihr solltet ja gar nicht in der ersten Reihe stehen. Also, nochmal das Ganze. Ein Glück, dass die Dinger, wo ich jetzt gerade auf die goldenen immer draufgeklickt habe, noch nicht fertig waren. Sonst hätte ich schon ein paar Mal meine Soldaten gerade in die Luft gejagt. Ja, mit der Maus klicken ist teilweise einfacher, weil ich dann zumindest immer noch mal kurz das Symbol sehe, um das es tatsächlich geht. Während die Zuordnung, ob die Finger jetzt tatsächlich auf das richtige Symbol klicken, immer wieder fraglich ist. Vor allem, wenn ich dann eh bloß so wenig Symbole zur Auswahl habe, gerade mal, ja, es war gerade mal noch dieses eine Symbol in der Mitte, bis dann jetzt wieder neue dazugekommen sind, die ich tatsächlich klicken kann. Ohne Schaden bei meinen Leuten anzurichten. Da ist so ein Tapping natürlich tatsächlich ganz lustig, wenn man das auf einem Tablet oder sowas spielt. Vorausgesetzt, das Touch funktioniert dann auch entsprechend schnell. Oh, das war das Verkehrte. Oh, schon wieder abgelaufen. Aber noch sieht es ganz gut aus. Es sind noch genug Kämpfer da, aber nicht mehr viele. Müsste langsam mal bei denen der Nachschub nachlassen, sonst sterben die gleich alle. Ah, okay, die ganze hintere Reihe hatte noch keinen Schaden genommen, weswegen die Balken noch nicht aktiv waren. Dann komme ich auf jeden Fall noch in die nächste Runde. Aber ich brauche jetzt vor allen Dingen nochmal ein paar vernünftige Kämpfer vorne, die in der Lage sind, hier ein bisschen Damage abzunehmen. Nichts Brauchbares. Ah, Bomben. Hey, das sieht doch gut aus. Oh, no. Zeit ist um. Das sieht nicht... Jetzt sieht es nicht mehr gut aus. Okay, aber einen habe ich anscheinend immer zur Verfügung. Ah, okay. Wenn jetzt keine mehr rauskommen... Oder wenn jetzt nicht mehr viele rauskommen, dann... Jawohl. Ja und? Kommt hier mal noch ein paar Punkte. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie kriege ich denn da mehr Punkte zusammen? Na gut, nächstes Level. Aber 350 Golddinger zusammengesammelt. Das ist schon ganz ordentlich wieder. Aber hat er das jetzt überhaupt auf 20 angehoben? Muss ich mir im Videoschnitt mal anschauen,
ob es tatsächlich 20 pro Goldding gab. Weil sonst ist ja total unlogisch, dass da 350 zusammenkommen. Wobei, ich könnte mal noch nachschauen. Wahrscheinlich ist das wieder von bis. Und es ist nicht garantiert, dass es 20 ist oder was. Also, was steht hier? Ne, da steht 20 Gold. Da steht nicht von bis, sondern es steht, dass es 20 Gold bringen soll. Na schön. Mal gucken, ob das nächste Level noch schaffbar ist. Oh no, jetzt habe ich meine Leute in die Luft gejagt. Oh. So ist das Level ganz sicher nicht schaffbar. Wenn ich dann nicht mehr in der Lage bin, irgendein Icon anzuklicken, das mir irgendwas bringt. Ja. Na, hoffentlich kriegt er die schnell genug klein. Oh. Damit ihr endlich gegen die Barriere anrennen könnt. Okay, dann geht's jetzt gleich weiter. Na los, Leute. Da kam gerade ein Vierer. Ja, wenn die Icons nicht zwischendrin immer ständig wechseln würden. Also gut wäre noch irgendwie eine Anzeige, dass man noch zwei oder drei Icons anklicken kann, bevor das Icon wieder verschwindet. Wenn die zurückgestoßen werden, dann tauchen die später wieder auf, weil die dann noch gar nicht tot sind an der Stelle. Deswegen kommen da immer noch mal welche mit so einem geringen Lebensbalken dann wieder. Ja, toll. Außer Gold nichts gewesen. Oh, die Bombe ist weggegangen. Ich brauche dringend Bomben. Da ist eine. Los, komm her. Noch eine Bombe. Noch eine. Und noch eine. Jetzt bräuchte ich Zeit. Okay, aber es sind noch ein paar Kämpfer da. Und so viele kommen da jetzt hoffentlich nicht mehr. Okay. Ha, Bomben. Genau, mit den Bomben ist doch immer wieder am schönsten, auch wenn ich gar nicht genau sehen kann, wie viel sie jetzt tatsächlich oben ausrichten. Weil dazu muss ich zu sehr auf die Leiste unten achten. In der Hinsicht habe ich von dem Spiel zwar relativ wenig, also weil ich sehe ja gar nicht das Spiel, sondern nur die Leiste unten, was jetzt gerade aktiv wird, was kommt, was nicht kommt. Oh, na, hoffentlich kriegt ihr die jetzt noch klein. Boah, gehen die schnell drauf. Naja, wenn jetzt nicht allzu viele nachkommen, dann ist der Tower zumindest gefallen. Aber es wird immer schwieriger, die Punkte zusammenzubekommen. Und ich werde jetzt gleich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den Ton ausschalte. Weil es ist schon ziemlich anstrengend in der Lautstärke. Ich hoffe, ihr habt es auf jeden Fall deutlich leiser. Aber wo sehe ich denn eigentlich die... Ah, die kann ich nur hier einstellen. Im Spiel kann ich es nicht einstellen. Oh, ich habe einen neuen Ritter dazu bekommen. Dann heißt, ich könnte jetzt den einfachen rausnehmen. Jawohl. 9 und 3.
Stattdessen die, naja gut, mit 105 Leben sind die eh nicht so interessant. Und die haben immerhin 10 Angriff. Könnte ich aber auch genauso gut die rausnehmen und die reinnehmen. Aber nee, lassen wir es mal so drin. Dann mal los. Ja, ganz ohne Ton ist auch wieder komisch. Aber mal gucken. Irgendwie nimmt es, glaube ich, deutlich Stresslevel raus, weil ich überhaupt nicht höre, was dann oben passiert. Mal gucken, ob ich trotzdem erfolgreich sein kann. Wenn mich das Gekämpfe oben nicht unter Stress setzt. Oh, und schon verloren. Naja, das könnte jetzt auch einfach am Level liegen. Könnte ich jetzt mal so behaupten. Ja, probieren wir es nochmal. Aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall deutlich langsamer an, ohne die Geräusche. Weil, ob ich dann schnell genug klicke oder nicht doch zu lange warte, bis irgendein Icon dann freigeschaltet wird. Beziehungsweise dann einfach so von maximaler Geschwindigkeit zu tippen. Das scheint mir jedenfalls im Moment nicht so der Fall zu sein. Weil ich bin dann doch eher geneigt nach oben zu gucken, weil ich dann gar nichts höre. Um mal zu gucken, okay, lebt mein Haufen da oben irgendwie noch? Okay, jetzt kann ich ja entspannt zugucken. Im Moment scheine ich eine ganze Menge von den Leuten da zu haben. Habe ich jetzt eigentlich schon einen Ritter gehabt? Okay, die Barriere fällt gleich. Weiter geht's. Zumindest ist es gut mit den Cooldowns, wenn ich gerade noch ein Icon anklicken wollte, das dann in dem Moment gerade gewechselt hat, dass ich dann nicht gleich irgendwelchen Schrott anklicke. Ha, da waren zwei Vierer und ich habe nur einen davon anklicken können. Ah, doch, da sind die Ritter. Ah, ja, nicht die Sachen anklicken, die Abzüge geben. Und noch ein neuer Ritter, habe ich gerade gesehen. Da ist auch wieder einer. 4 Sekunden. Ah ja, genau, ich wollte ja nochmal nachgucken, ob ich nämlich irgendwie mal genug Malusse zusammenklicken muss, damit ich auch irgendwelche Errungenschaften sammeln kann. Aber das andere waren vorhin alles irgendwie so eher so Zählerrungenschaften, das heißt, wo ich irgendeine ganze bestimmte Anzahl zusammenbekommen muss von irgendwas. Aber ich weiß noch nicht genau von was. Oh, da gleich eine Bombe reinschmeißen in diesen großen Haufen. Da war jetzt fast gar nichts mehr, was ich positiv anklicken konnte. Ein Haufen Goldbomben, die alle meine Leute umbringen würden. Hey, aber mit den Rittern scheint... Jetzt habe ich meine ganzen Bogenschützen erledigt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht meine Bogenschützen ins Nirvana schicken. Beziehungsweise ist es nicht sehr sinnvoll, es zu tun. Aber schauen wir mal, dass die Ritter da... Oh, nein, nicht schon... Oh Gott. Ja, nicht nach oben gucken, lieber gucken, wo ich draufklicke, damit es eben nicht passiert. Und ich lieber meine Ritter hier wieder aktivieren kann. Okay, da 5 Sekunden. Kommt schon, Leute. Oh, no. Oh. Hey, aber immerhin bin ich deutlich weitergekommen. Als gerade eben noch. Gut, und da ist nämlich schon die nächste Errungenschaft. Das heißt, ich habe jetzt 300 Sekunden eingesammelt. So, mal gucken, was soll ich denn noch so machen? Okay, Level 16, Level 32, Level 48, 64. Also gibt es anscheinend mehrere Stufen, das Ganze durchzuspielen. Dann 3000 Mal zu klicken, davon habe ich jetzt 1600 zusammen. 10.000 Klicks, 200 Mal Bomben einsetzen, 1000 Bomben einsetzen, 1000 Sekunden bekommen. 5 Tricks, okay, die Tricks sind wahrscheinlich noch eine Sache, die ich noch nicht freigeschaltet habe, genauso wie Backups und Frozen. Okay, das sind bestimmt noch irgendwelche Fähigkeiten, die ich da noch einsetzen soll. So ähnlich wie dieser Tab of Golden oder Gottesfinger da. Und wahrscheinlich geht das andere dann so ähnlich. So, jetzt müsste ich mal gucken, habe ich jetzt schon wieder 1000 zusammen, weil dann könnte ich gleich den Goldbahn nochmal upgraden. Ja, also mehr Gold bitte. Upgrade. Und jetzt kostet 2000. Ja, okay, jetzt kostet 2000.
So, dann habe ich ja jetzt hier meine neuen 400 für 800. Naja, gut, Geschwindigkeit ist jetzt nicht so entscheidend. 14. Gut, machen wir euch mal ein bisschen kampfstärker. Und euch mal noch ein bisschen mehr Leben dazu. So, was habe ich jetzt hier noch? Angriff und hier auch Leben. Ich glaube, ich mache hier mal noch ein Upgrade. Okay, das geht nicht. Ach genau, hier wollte ich ja auch noch upgraden. Okay, das kommt beim nächsten Mal. Wenn ich das nächste Mal wieder 1000 zusammen habe, dann hier auf jeden Fall noch das Supply verbessern. Okay. Level 7. Auf in den Kampf. Ritter, Zeit. Boah, 2 Sekunden, 4 Sekunden. Nein, das war die falsche Bombe. Gleich wieder eine Bombe hinterher, damit ich noch ein paar Pikmin hier dazu bekomme. Ah, jetzt ist sie wieder weggegangen. Aber da vorne kommt eine Bombe, sonst habe ich da vorne jetzt nichts. Ah ja, ich wollte den Ton wieder einschalten, weil so ist es mir dann doch zu unpraktisch. Oder kann ich den Ton hier? Ne, hier kann ich den auch nicht einschalten. Kommt schon, bevor die wieder aufstehen. Ne, die bleiben liegen. Gut. Hätte ich fast die 4 Sekunden Abzug angeklickt. Ritter, 4 Sekunden dazu. Wieder 4 Sekunden. Ey, das ist doch wohl ein Scherz. Da war jetzt gar nichts Brauchbares mehr dabei. Da, eine Bombe. Ist sie gerade noch reingekommen oder nicht? Los, Leute. No, 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 no. Nein, ihr müsst sie fertig machen. Der letzte. Uff. Gerade noch mit den Bogenschützen. Naja, das kann ja lustig werden. Aber die gehen jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell drauf, wenn ich da jetzt keine Beschützer hinbekomme. Okay, immerhin sind die ziemlich am Ende von den vom von der Map, so dass ich hoffentlich noch ein paar mehr von den Leuten reinschicken kann. Bombe! Oh no! Tja, also so richtig leicht ist das 7. Level hier jetzt noch nicht. Ich glaube, ich mache noch mal ein Replay von den schwächeren Leveln. Ah ja, genau. Also jetzt erstmal wieder Sound einschalten, auch wenn ich das nur über die Startseite hinbekomme. Und sich das Ding dann immer wieder in den Fenstermodus umschaltet. Aber gut. Kravum. Also ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem ganz gut hören. Also, auf geht's. Schau mal, dass wir da jetzt eine 3-Sterne-Wertung hinbekommen. Ja, so mit Peitschengeknalle, die auf den Weg zu schicken, klingt schon irgendwie mit mehr Antrieb. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie dieses Supply-Zeug funktioniert. Also beziehungsweise nach welchen Regeln die Items sich austauschen oder ob das komplett erratisch ist und gar keine Regel hat. Okay.
Also zumindest wenn ich die Sachen anklicke, bevor die anderen aufgeladen sind, dann wechseln die, glaube ich, nicht, oder? Also was sich gerade erneuert, das bleibt auch noch für einen Moment. Eine schöne Bombe reinwerfen. Tam, tam, tam. Oh, ja. Gut, im Zweifelsfall dann die Nix-Nutzigen, die zumindest nichts anrichten, anklicken, damit die dann mal verschwinden. Ja, da ist die Goldbombe gerade verschwunden. Oh, jetzt habe ich es aber. Nein! Oh mein Gott! Das ist nicht hilfreich. Eigentlich ist es schade, dass die Bogenschützen eigentlich einen Tick zu weit hinten stehen, weil wenn die eine größere Reichweite hätten, bevor die in Armlänge ran sind, dann wäre das natürlich noch besser. Weil dann müssten die ja nicht so viel Leben verlieren. Meine Güte, ich brauche viel mehr Ritter. Ja, gleich noch mal eine Bombe reingeworfen. Na, das könnte noch klappen. Je nachdem, wie viele da jetzt natürlich noch nachströmen. Aber bisher haben die, glaube ich, auch noch keine eigenen Bogenschützen. Das hört ja überhaupt nicht auf. Kommt schon. Weiter nach vorne stürmen. Okay. 7500. Mehr nicht. Also 535 collected. Ich frage mich immer noch, wie ich solche ungeraden Goldzahlen zusammenbekomme. Okay, immerhin habe ich da jetzt 2 Sterne, aber ich glaube, 2 Sterne hatte ich vorher auch schon. Gut, dann probieren wir es hier jetzt auch nochmal. Ja, nix. Außer Unfug. Das ist echt ein Witz. Oh, no. Ja, da ist auf jeden Fall sinnvoller, die Bomben wahrscheinlich nicht abzugraden. Naja, das war's dann schon wieder. Eine falsche Bombe und das Level ist verloren. Ja. Come on, try to upgrade your armies. Nope. Lass uns nochmal die Runde spielen. Toll. Bogenschütze und Gold. Hey, bring mir mal was Brauchbares hier rein. Und nicht alles, was meine Leute umbringt. Okay, jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Wenn ich jetzt nicht wieder versehentlich meine Goldbomben da reinschmeiße. Oh, jetzt hätte ich fast schon wieder eine von diesen bescheuerten Bomben angeklickt.
also vor allem von den falschen Bomben natürlich. Los, kommt schon. Go, 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 go. Aber wovon hängen jetzt tatsächlich die Punkte ab? Weil entweder die bringen genug Monster auf die Karte, dass ich die alle erwische. Oder kann ich hier noch irgendwie Bonuspunkte machen? Auf jeden Fall so, die Frost-Items dürften auf jeden Fall sehr interessant werden. Wenn es halt jetzt nicht alles bloß mit diesem Tapping da zu tun hat, dass ich das extra auf die Karte bringen muss. Ich brauche 5 Sekunden dazu bekommen. Oh. Los, Bombe rein da. Ha, gleich noch ein paar Bomben hinterher. Ob ich noch irgendwie Bonuspunkte bekomme, je nachdem wie viele Armeen ich noch am Leben habe am Ende. Beziehungsweise das andere, dass ich tatsächlich bis zum Ende des Kampfes noch Zeit habe. Wobei das hat mir, glaube ich, vorhin dann doch keine Bonuspunkte mehr gegeben. Ja, ist zwar jetzt nach unten gelaufen, aber trotzdem nur ein Stern. Also keine Ahnung, wie ich da auf mehr Punkte kommen soll. Wenn das Spiel das nicht erklärt, dann ist das wieder irgendwie ein bisschen nervig. Also gut, dann jetzt hier nochmal das nächste Level. Oh, 5 Sekunden Abzug. Oh, no. Ja, in dem Moment, wo ich draufklicke, war schon klar, dass es verkehrt ist, aber ich konnte den Klick nicht mehr aufhalten. Der war schon zu sehr im Ablauf gestartet. Ja, eine Bombe rein da. Na, reicht das? Na, kommt schon. Das sieht nicht so gut aus für euch. Aber die haben alle noch keinen Balken, das heißt, sie sind noch nicht verletzt. Okay. Das heißt, es geht noch weiter. Na dann gleich mal ein paar Schutzleute reinholen. Genau, noch mehr Ritter, die dann auch ein bisschen Rüstung haben, hoffe ich jedenfalls. 5 Sekunden Bonus. Da kann ich euch auf jeden Fall diesmal noch länger unterstützen. Eine Sekunde bloß, das war nicht viel. Aber gleich 2 Bomben hintereinander. Oh, no, 2 Sekunden Abzug. 3 Sekunden dazu. 2 Sekunden dazu. Bombe. Noch eine Bombe rein da. Oh, da sind die 4 Sekunden gerade verschwunden, als ich sie anklicken wollte. Aber es geht auf jeden Fall wieder weiter. 2, 3 Ritter hintereinander weg. Ha, das waren gleich ein paar schöne Sekunden dazu. Und eine Bombe drauf. Oh, no, nein, das war eine falsche. Oh. Das war eine Bombe auf die falsche Seite. Das ist dann wahrscheinlich wieder die Entscheidung, dass es daneben geht. Weil dazu bräuchte ich jetzt noch etliche neue. Hey, ich bin noch am Leben. Okay, es sind viele Bogenschützen noch da und einige Kämpfer. Also es könnte sich noch rumreißen lassen. Wenn es jetzt. Oh nein! So natürlich nicht. Das war ganz, 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 ganz daneben.
die falsche Seite zu bomben, bringt überhaupt nichts. Das kann ich auch mit den noch so vielen Klicks hier nicht ausgleichen. So schnell bekomme ich hier keine... So schnell Nachschub bekomme ich nicht. Also zweimal eine falsche Bombe und dann ist daneben, ist vorbei. Aber es sieht so aus, als könnte ich das Level im Moment schon fast schaffen. Einfach allein schon, wenn ich schnell genug die Sachen zusammenbekomme. Das ist echt schwierig, wenn ich hier nicht mal schnell genug die Sachen anklicken kann, weil die natürlich... genau, ich wollte ja das Supply ein bisschen runterfahren. Also beziehungsweise, dass das Supply dann nur noch 1,1 Sekunden dauert. Das werde ich jetzt auch als nächstes dann machen. Weil das dürfte dann natürlich tatsächlich am meisten verstärken, dass ich mehr Kämpfer aufs Feld bekomme. Na los, Leute, vorwärts mit euch. Naja, es sind wenig Kämpfer im Moment da und die Bogenschütze überholen fast die anderen. Da ist ein Ritter und eine Bombe rein. Oh, wieder abgezogen. Wobei die Zeitschäden sind wahrscheinlich noch die geringsten Probleme. Oh ja, fast wieder eine von den Bomben erwischt, die auf die falsche Seite fallen. Hey, diesmal bin ich wieder komplett in der Zeit geblieben. Das heißt, die Zeit ist nicht ausgelaufen. Das heißt, ich kann etwas entspannter sein, was den Zustand des Kampfes angeht. Auch wenn ich da nur Krach höre. Und ja, also... noch eine Bombe dazu. Ritter, Bogenschützen, Gold. Boah, nur noch Goldbomben. Ganz, ganz mies. Okay, die nächste Runde. Auch wieder in der letzten Sekunde anscheinend. Ich bekomme ja nur 30 Sekunden dazu. So, wieder 5 Sekunden Bonus. Und gleich ist der Kampf vorbei. Noch ein paar Ritter los und noch eine Bombe rein. Dann sollten die doch gleich am Schloss sein. Time is up. Oh Mann. Aber los, Leute, noch den letzten Punkt voll machen. Jetzt gibt es dafür, dass das Schloss zerstört wurde, keinen einzigen Bonuspunkt. Und ich frage mich, wie viel für 3 Sterne notwendig gewesen wären. Sauerei. Aber immerhin die nächste Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar 200 Bomben eingesetzt. So, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal das Upgrade machen, damit ich meinen Supply günstiger bekomme. Also hier, Supply verbessern, Upgrade 1000. Und wie viel jetzt? 5000 auf 0,9. Naja, aber das wird auf jeden Fall das nächste Ziel sein. Das werde ich auf jeden Fall auch mal zumindest verbessern, weil das ist schon ein ziemlich großer Sprung auf 1000. So, die Items, das wird hier jetzt natürlich nicht mehr reichen. Oh doch! 2000. Naja, dann mache ich das auch gleich noch. Weil es lohnt sich schon, das Ganze zusammenzubekommen. Für die Armee ist leider nicht mehr viel übrig. Ja, für euch die Bogenschützen, ein bisschen Defense, Attack hochfahren,
Ich glaube, hier werde ich mal die Lebenspunkte verbessern. Einfach damit ihr sogar eine Bombe aushaltet. Gut. So, das wird jetzt der letzte Kampf sein, weil danach ist dann auf jeden Fall die, also ist schon mehr als die Stunde rum. Aber einen Kampf mache ich jetzt noch zum Abschluss. So, mal gucken, wie stark sich jetzt das neue Supply auswirkt. Weil dadurch kann ich ja dann doch einiges mehr anklicken. Oder beziehungsweise, dass sie schneller wieder verfügbar sind. Oh, das war der Verkehrte. Ha, 5 Sekunden dazu. Kommt schon. Bombe. Oh, 5 Sekunden verloren. No. 3 Abzüge nebeneinander. Oh, da war gerade ein Vierer, das habe ich genau gesehen. Aber gut. Da komme ich auf jeden Fall noch ganz gut in die nächste Runde. Boah, nix. Nix Positives. Bombe. Ich frage mich, ob das Spiel versucht so auszugleichen, dass ich im Moment doch ziemlich dominiere hier. Solange ich da jetzt keine... Genau, jetzt hätte ich fast schon wieder auf eine goldene Bombe geklickt, aber die war zum Glück noch nicht verfügbar. So, gleich wieder Bombe drauf. Sekunden, noch mehr Sekunden. Die Ritter rein ins Feld. Und bloß nicht auf die goldenen Bomben geklickt. Also das mit dem Supply scheint doch ziemlich gut zu funktionieren. Jetzt muss ich bloß hier mal noch ein bisschen Felder freiräumen, damit ich hier auch mal wieder was kriege, was ich einsetzen kann. Okay. So, jetzt ist es eh schon fast geschafft. 44 Sekunden im Plus. Wahnsinn. So, mal gucken, ob ich dann noch irgendwas Neues freischalte, wenn ich jetzt hier das letzte Level noch habe, weil es fehlen auf jeden Fall mindestens noch 2 Items. Okay, hier sieht man auf jeden Fall, dass noch ein größerer Block fehlt. Und ihr hört, dass die Stunde, zumindest als ich es gestartet habe, jetzt vorbei ist. Ja, 1400 gleich schon wieder eingesackt. Also zurück auf die Karte. Ich vermute mal, dass erst bei Level 10 oder so irgendwas Neues dazu kommt. Weil hier kommt jetzt noch nichts Neues dazu. Aber ja, soweit ein kleines hektisches Spiel. Mal gucken, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, das heißt, das ist sozusagen der erste Block, den es gilt zu schaffen. Und dann gibt es noch mindestens anscheinend 3 weitere, weil, was ich, wenn ich es richtig gelesen hatte, ging das ja dann, genau, Stage 16, 32, 48 und 64. Also man kann dieses Level dann wahrscheinlich in noch ein paar schwierigeren Stufen wieder spielen. Und sicherlich kommen da noch einige neue dazu. So, mir fehlen jetzt nur noch 300 Tabs, um die nächste Errungenschaft Talent freizuschalten. Aber soweit jetzt heute nicht für die Runde. Das kann ich ja dann selber noch ein bisschen so weiterspielen. Also auf jeden Fall recht kurzweilig. Wie lange das jetzt motiviert und wie lange dann diese Aufrüstspirale, die hier natürlich schon ziemlich umfangreich ist, also hier kann man mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld versenken, wobei es hier an irgendeiner Stelle dann auch wieder begrenzt ist, weil klar, wenn die Sachen hier komplett aufgerüstet sind, dann kann man da wahrscheinlich nicht mehr viel Geld ausgeben oder für die Einheit kein Geld mehr ausgeben, aber viel wird es trotzdem sein, weil die Dinger sind ja teuer genug, wenn man sich so anschaut, was hier allein für die Crits für ein Upgrade zu bezahlen ist. Aber okay, hier sind es nur um 3%, hier geht es immerhin um 5% nach oben. Ja, dann nehme ich das doch gleich mal mit. Hab doch eh gerade genug Kohle dafür. Und dann noch 150 Lebenspunkte. Ja, die benutze ich im Moment eh nicht, von daher egal. Wie das Spiel hieß,
Tap, Tap in 5 Sekunden oder irgend so ähnlich. Moment, ich schaue es nochmal nach. Also Tap Tap Legends Epic Battles bis in 5 Seconds. Ja, und auf jeden Fall sehr aktiv, sehr viel klicken. Und ja, wie gut das mit Tapping funktioniert, mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!